Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Prison Architect. Wundert nicht, ich habe ein kleines bisschen weiterlaufen lassen, weil ich was ausprobieren wollte. Cheats gibt es nicht, um dieses Problem hier zu lösen mit diesen Essensresten, die hier rumliegen. Lässt sich nicht vermeiden. Wir könnten höchstens probieren, die Wände da niederzureißen und das dann nochmals aufzubauen, in der Hoffnung, dass es dann verschwindet. Im Moment scheint es aber eher ein peripheres Problem zu sein, deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Was hätten wir denn noch zu tun, wenn wir uns hier so ein bisschen an den Grants orientieren? Hätten wir noch ein paar Sachen zu machen, also wir sollten unsere Kapazität auf 50 erhöhen. Was sollten wir noch? Short-Term-Investment, das finde ich einfach nicht. Ich klicke das jetzt einfach mal an. Wir gucken mal. Aha, das wird dann automatisch abgebucht. Und wie lange braucht das jetzt? 72 Stunden. Okay. Und hier? Ja, das kann ja nicht mehr machen. Gut. Lass mich hier gerade auch mal weiterlaufen. Können wir wegen mir auch schneller machen. Ist jetzt nicht so das Drama. Was hätten wir noch? Ne, da wollte ich schon gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Wir nehmen einfach mal irgendwas, dass wir es halt einfach auch haben. Gut. Soweit, so gut. Das funktioniert ja schon mal. Wenn wir jetzt den Knast erweitern, denke ich, kommen wir mit dem Yard auf jeden Fall nicht mehr hin, weil der einfach dann auch zu klein wird. Weil wir müssen ja, um jetzt auf 50 aufzustocken, müssen wir ja, lasst mich gerade rechnen, hier sind 16 Zellen drin. 16, dann sind wir dann bei 48. Das ist dann immer noch zu wenig, das heißt, wir müssen mindestens 2 Zellenblöcke noch haben. Wir werden es nacheinander machen. Ich möchte es aber dann auch gerne so machen, dass wir einen Zellenblock in dieser Richtung bauen. Also ungefähr so. Jetzt lass mich nur gerade gucken, wie groß das hier überhaupt nochmal war. 14 mal 33. 14 mal 33. 14 mal 33. So. Wäre das ja. Und dann machen wir hier an die Ecke auch noch einen hin. Schauen wir mal. 14 mal 33 hier. Dann verlegen wir das ein bisschen. Ich ziehe hier einfach gerade meine Hilfslinie rüber. So. Dann könnten wir hier einen relativ großen Hof auch machen. Das würde ja auch gar nicht so verkehrt aussehen, wenn man sich das so anguckt, ja. Wir müssen dann aber unsere Kantine auch erweitern. Das bedeutet, wir müssen unsere Duschen etwas verlegen. Hab da aber auch eine nette Idee. Die ist mir jetzt aber gerade erst eingefallen, indem wir die hier reinsetzen. Ja. Hier machen wir dann eine große Dusche rein. So eine Gemeinschaftsdusche sollte ja irgendwie passen. Gut, also legen wir los. Wir fangen an, am besten mit dem hier. Das war 5x6. 5x6 passt das. Ja, 5x6 passt. Okay, 5x6. Dann ziehen wir uns das hier gerade richtig alles.
sei die halt bei der Planung auch wieder mit dabei, ist ja wurscht. 5x6. Und dann müsste hier das auch 5x6 sein. Jawohl. Die Bücherregale sind im Moment relativ nutzlos, zumindest innerhalb der Zellen, weil die nicht benutzt werden. Ja, oder vielleicht werden sie benutzt, aber sie haben keine Auswirkung. Das ist ein bekannter Fehler. Habe ich zumindest im Wiki gelesen. So. Das ist eigentlich Quatsch, wir brauchen wir nicht. Das kann ich ja später so setzen. Okay, dann bauen wir das Gebäude jetzt erstmal auf. Und da werden wir dann auch erstmal noch hier zumindest den Generator voll auslasten müssen. Das machen wir lieber gleich. Ansonsten haben wir nämlich nachher ein Problem, dass uns wieder die Stromleistung zusammenbricht. So, und anhand des Gefährdungspotenzials sieht man, es ist eigentlich ganz gemächlich. Ich glaube, mit einem Aufstand müssen wir im Moment nicht rechnen. Und da wir jetzt natürlich auch schon diesen Bereich hier auch schon mit eingezeichnet haben, wo wir hinhaben wollen, könnte man rein theoretisch auch schon sagen, okay, wir ziehen hier schon mal einen kompletten Zaun drumherum. Könnte man machen, dann könnte man hier später dann auch bewaffnete Wachen rumlaufen lassen oder eine Hundepatrouille, die dann vielleicht auch Tunnel findet. Oh, was haben wir denn da? Ach ja, klar, das hatte ich eingestellt. Kann ich euch gerade auch mal zeigen. Wenn jetzt ein Gefangener mit irgendetwas erwischt wird, was er dabei hat, dann wird automatisch immer auch er nochmal durchsucht, beziehungsweise die Zelle. Weil es könnte ja sein, dass er noch etwas hat. Und um das einfach auszuschließen, wird dann halt einfach nochmal geguckt. Gut. Soweit stimmt das hier schon mal. Ein großes Zellentor dahin bitte. Und dann können wir ja auch die Raumaufteilung wieder machen. Dauert jetzt natürlich, der Weg ist recht lang, den die Bauarbeiter jetzt zurücklegen müssen, weil die müssen jetzt auch erstmal immer durch die Tore da durch. So, wenn du jetzt hier da raus bist, dann sollte das ja... Ah, geht auch schon so. Wunderbar. Was ich auch noch ein bisschen schade finde, aber ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal in diesem kurzen Vorstellungsvideo gesagt hatte, ist, dass es halt immer nur eine Etage gibt. Es findet halt alles auf dieser einen Ebene statt. Und ich kenne halt keinen Knast, der nur eine Etage hat. In der Regel haben die dann doch mehr Stockwerke. Das heißt, man könnte auf einer engeren Grundfläche auch mehr Leute unterbringen. Und dass man vielleicht nicht immer nur Einzelzellen bauen kann, sondern dass man vielleicht auch einfach zwei Leute in einer Zelle unterbringt oder vielleicht auch drei.
Aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Oder es gibt vielleicht irgendwann mal entsprechende Mods dafür. Man weiß es ja nicht. Gut, das Ganze braucht jetzt natürlich auch wieder ein Weilchen, bis das hier klappt. Dann werden wir mal gucken, ob wir entsprechend damit dann auch zurechtkommen, wenn wir mehr Leute wieder aufnehmen. Zu wünschen wäre es uns ja. Und ich habe mir auch ein bisschen Gedanken darum gemacht, was denn so jetzt das grobe Ziel von diesem Let's Play sein soll. Da das Spiel ja immer noch in der Alpha ist, denke ich, ist ein guter Vorschlag, hier diese ganzen Grand Salts abzuklappern. Weil wenn die erledigt sind, dann hat man in der Regel auch alles gesehen. Und dann kann man ja weiterschauen, wenn ich dann noch Lust habe, was weiterzumachen, so das Gefängnis zu vergrößern, noch mehr Insassen reinzuholen, dann mache ich das bestimmt, aber ist jetzt nicht zwingend. Na, da haben wir noch nichts, aber was machen die denn, sind die am Schlafen oder was? Hallo? Na gut, die haben ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Kann ich dann durchaus verstehen. Wir werden früher oder später auch noch einen zweiten Generator brauchen müssen. Die Wasserstation, da reicht ja eine für das ganze Gefängnis aus. Da brauchen wir keine zweite, zumindest nicht, dass ich wüsste. Gut, schauen wir uns an, was wir hier noch haben. Land Expansion. Mhm. Aber nehmen wir einfach jedes Mal. Klingt nett. Steuerersparnis. Warum nicht? Hatte ich hier nichts hingesetzt? Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber ich kann mir so vieles manchmal nicht vorstellen. So, die Wand können wir aber auf jeden Fall schon mal einen Auftrag geben. Und ich bin echt begeistert. Also wir haben keine Schwierigkeiten. So, ist klar, dass da manchmal ein Häftling sich aufregt, weil er zu Unrecht durchsucht wurde oder seine Zelle zu Unrecht durchsucht wurde. Aber ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Wenn ich einen Häftling, also jetzt auch im Echt, erwischen würde, dass er irgendwas Verbotenes dabei hat, dann würde ich auf jeden Fall die Zelle auch nochmal auf den Kopf stellen. Weil es ist ja nicht auszuschließen, dass er da dann total lieb und nett ist und nichts Verbotenes hat. Die Wahrscheinlichkeit ist ja dann auch einfach höher, dass er dann noch was Zusätzliches hat. So sehe ich das. So, und jetzt sind wir auch bei unserer normalen Kapazität, also haben keine Überbelegung mehr, weil ein weiterer Häftling entlassen wurde. Ich würde eher mal davon dazu tendieren, dass es ein Häftling war. Ja, eigentlich sollte es ein Low Risk sein. Keine Ahnung. Grading haben wir noch nicht, da müssen wir noch einen entlassen. So, noch 42 Stunden, dann bekommen wir noch 16.000 dazu.
Okay. Dann kann ich hier jetzt auf das setzen. Das wollte er nicht. Ja, das kann ich aber schon mal wegmachen. Das sieht ja mystisch aus. So vom Arbeitsaufwand wäre es vielleicht auch immer ganz günstig gewesen, wenn man die Wand hier quasi als vorletztes macht und dann zum Schluss die Türen reinsetzt, nachdem man die Zellen schon alle ausgestattet hat. Dann wird man sich das immer ersparen, alle Türen zu öffnen und zu schließen. Aber hinterher ist man natürlich immer klüger. So, können wir die ersten Türen setzen. Da fehlt jetzt ausgerechnet noch das Stück Mauer.